Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Erik Zindermann und sein lächerliches Statement zu der Trennung mit Desiree Hansen, einer Beziehung, der ich keinen Glauben geschenkt habe bislang und glaube ich auch nie werde. Aber nun gut, sie hat auch sich dazu schon geäußert und das wird es dann um 12 Uhr geben. Da möchte ich einmal dieses Thema hier auch abschließen, hoffentlich. Ich vermute zwar, die werden die nächsten Tage auch weitermachen. Und ich habe auch in den letzten Wochen schon mal ein Video dazu gemacht, dass ich das einfach nur noch geschauspielert und gekünstelt empfinde und mich da teilweise echt ekel, über so offensichtlich gefakte Dinge zu berichten. Hier und da macht das Sinn, das ist auch irgendwie das Trash-Game, seien wir ehrlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es dann so krass offensichtlich ist und man noch nicht mal irgendwie so Hauch von Rätseln in sich hat, ob das jetzt stimmt oder nicht, dann ist das halt immer so eine sehr merkwürdige Geschichte. Oder wie seht ihr das? Ihr könnt es gerne unten reinschreiben. Also bleibt auf jeden Fall gerne mit einem kostenlosen Abo hier am Ball, wenn euch auch das Video um 12 Uhr gefällt. Übrigens gab es gestern um 12 Uhr auch einen Upload, der wurde von YouTube so ein bisschen ausgebremst. Da geht es nochmal um Jimmy Blue Ochsenknecht und das ganze Drama rund um ihn. Also das dürfte euch definitiv interessieren. Leider wurde das Video nicht so richtig ausgespielt und von daher wäre das cool, wenn ihr das vielleicht auch nochmal nachschaut. Ansonsten geht's jetzt hier direkt in das Statement von Erik Zindermann, ja, der nicht so rüberkommt, als sei er jetzt wirklich total gebrochen. Aber wer weiß, ja? Nur er selbst und Desiree Hansen werden wissen, was jetzt wirklich abging. Und wir hören uns das jetzt hier erstmal an. Hallo liebe Freunde. Ja, kurz vorm Schlafengehen melde ich mich auch nochmal ganz kurz bei euch zurück. Ich bin zwar schon mega müde und kann kaum noch die Augen aufhalten, wirklich, ich bin extrem fertig. Aber ich finde, das bin ich euch schuldig, beziehungsweise sind wir euch schuldig. Wie ihr das in den letzten Wochen und Monaten ja mitbekommen habt, ist die Beziehung zu mir und Desiree natürlich ziemlich turbulent verlaufen, beziehungsweise sind sehr, sehr viele Sachen passiert, es ist sehr viel auf uns eingeprasselt, auch von allen Seiten viele negativen Sachen und genau das ist auch der Grund, warum wir uns heute nochmal zum klärenden Gespräch getroffen haben. Und ich kann vielleicht schon mal vorab sagen, dass ich ziemlich fertig gerade bin und dass von meiner Seite aus auch ich es nochmal versucht hätte. Aber Stand jetzt, Montag, 26. Februar, 22.15 Uhr, ist es so, dass Desiree Hansen und Erik Zindermann getrennte Wege gehen, beziehungsweise wir zusammen entschieden haben, dass es in Zukunft wirklich das Beste ist. Ich habe euch ja gerade gesagt, dass von meiner Seite aus ich das nochmal versucht hätte, aber es ist so, dass Desiree morgen eine Webcam-Show, beziehungsweise, ja, ihr wisst schon, was es ist, zusammen mit Michaela Schäfer macht und ich ganz klar gesagt habe, dass ich damit nicht klarkomme und dass es auch nicht das ist, was ich mir vorstelle. Es ist ja so am Anfang, dass Desiree sich ganz klar gegen die Gangbangs und für mich entschieden hat. Aber es ist wirklich so auch, dass wenn man einem Menschen etwas verbietet, er sich das irgendwo woanders holt. Es ist nicht so, dass sie sich jetzt die Gangbangs woanders geholt hat oder so. Aber ich habe gemerkt, dass sich irgendwas bei ihr verändert hat und man darf Menschen nichts verbieten. Und wo ich zu ihr heute auch gesagt habe, du Desiree, ich kann mir das nicht vorstellen, morgen mit Michaela, das machst du nicht, sonst verlierst du mich, hat sie ganz klar gesagt, dass sie es machen wird und dass sie auch ab jetzt, genau der Punkt jetzt, sich dafür entscheidet, die Beziehung zu beenden. Das ist natürlich für mich ein sehr, sehr harter Schlag und ich habe auch gemerkt, dass ihr das sehr, sehr schwer gefallen ist, aber ich habe auch gemerkt, ich kann sie nicht verändern, ja, und ich werde immer mit sowas ein Problem haben, ich werde auch immer ein Problem haben mit Erotik, aber sie ist nun mal so und sie kommt auch sicherlich aus der Schiene und hat auch ihr Geld damit verdient. Und da ist es schwer, Menschen das zu verbieten. Und genau deswegen verstehe ich auch, warum sie dann so reagiert hat und auch schlussendlich den Schlussstrich gezogen hat. Das ist natürlich für mich eine ganz, ganz harte Nummer. Und auch, weil ich gesehen habe, dass sie auch sehr, sehr viel für mich in den letzten Monaten gemacht hat, wo ich einfach gesagt habe, das hat davor noch nie eine Frau für mich gemacht. Aber ich habe auch einfach auch verstanden, dass wir beide uns in Zukunft wirklich kaputt machen würden. Ja. Ich habe da komplett andere Denkweisen als sie. Und wenn Menschen trotz Liebe
so unterschiedlich sind von Denkweisen, muss man auch einfach den Schlussstrich ziehen, egal wie hart es ist. Weil natürlich jetzt viele Fragen kommen bezüglich der Schuhe oder der Jacke. Leute, gebt mir da bitte nicht auf den Geist. Ja, wir haben da jetzt noch keine Entscheidung getroffen, in welche Richtung es geht. Das will ich auch hier und jetzt noch gar nicht sagen. Aber stellt mir mal bitte jetzt nicht nur die Fragen. Ja, ich bin auch überhaupt nicht materiell oder sowas eingestellt. Und mich interessiert das auch gerade gar nicht. Ja, trotzdem ist die Sache noch nicht geklärt, ob ich sie behalten darf oder nicht. Aber das ist jetzt auch egal. Leute, in diesem Sinne, Peace erstmal. Schlaf gut. Ich bitte auch wirklich darum, bitte textet jetzt nicht die Sirene negativ voll. Genauso wie mich. Wir haben beide an der Sache ganz schön zu knabbern und wir müssen das erstmal jetzt auf unsere Art und Weise wirklich verarbeiten. Ich wünsche ihr in Zukunft wirklich nur das Beste und ich hoffe, dass sie das Gleiche mir auch wünscht. Also Leute, Peace, schlaf gut und wir sehen uns morgen. Ja, und ich werde mir auch wirklich auch mal in den nächsten 2, 3 Wochen einfach mal eine Auszeit nehmen von Instagram. Ich werde nichts posten. Ich brauche einfach mal meine Ruhe. Ich muss einfach mal runterkommen, weil selbst im Urlaub konnte ich es nicht richtig. Also, in diesem Sinne, Peace, macht's gut und wir hören uns morgen. Ich denke, Erik Sindermann hat sich mit dieser Beziehung auf jeden Fall ein Eigentor geschossen, denn er kommt natürlich jetzt hier auch wieder sehr unsympathisch rüber, von wegen, er würde seine Frau einschränken, obwohl das natürlich auch vollkommen legitim ist, wenn man damit ein Problem hat, ja, wenn ja der eigene Partner sich da in der Webcam zeigt oder mit anderen dort Dinge treibt. Aber nun gut, das wusste er vorher anscheinend auch, dass sie da aus dem Gewerbe kommt und auch ganz gerne sich zeigt und da muss man halt damit umgehen lernen oder umgehen können und darf dann halt nicht blöd eine Beziehung beginnen, wenn man merkt, das funktioniert so für mich gar nicht. Und ja, das wirkt alles wie eine ja, billige Schlammschlacht und ein sehr schlechter Rosenkrieg. Ich vermute sogar, dass sie in 1, 2 Wochen wieder sagen, wir sind jetzt doch wieder zusammen und dann geht das halt hin und her. Alles für Promo, alles um ein bisschen im Gespräch zu bleiben. Ich weiß nicht, warum man das jetzt nötig hat. Er hat ja seine Show mit Be Real, wo er da noch stattfindet. Er war von der Tendenz eigentlich auch gerade etwas beliebter als zumindest zu der Zeit vom Sommerhaus, wo er sehr unbeliebt war. Jetzt durchs Promi-Büßen, durch sein Box-Event und durch Be Real war er ja noch einer der Sympathieträger in diesem Format. Er ist zwar auch die Messlatte nicht hoch gewesen, wenn man so guckt, wer da so dabei war. Aber nun gut, ja, also ich glaube nicht, dass der sich jetzt einen, ja, großen Gefallen damit getan hat. Und auch seine Zuschauer, also seine Fans oder Supporter oder Follower oder die Leute, die sich genötigt fühlen, bei ihm zu kommentieren, sind auch relativ klarer Meinung. Ja? Musst du jetzt die Sachen zurückgeben, wird gefragt, der Affe und Lachnummer von Deutschland. Wie jetzt? Er sagt, erst sagst du, du wirst dich die nächsten 2 Wochen auf Instagram zurückziehen und nichts mehr posten. Und im nächsten Satz sagst du, du bis morgen, verstehe, wer will. Ihr drei seid wahnsinnig schlechte Schauspieler, bin enttäuscht, dass ihr eure Fans so verarscht. Also ich frage mich dann halt auch, wer von diesen Leuten Fans ist, ja. Ich muss jetzt mal blöd fragen, hast du dir eigentlich auch mal irgendwas geschenkt? Diese Beziehung nervt mich seit Tag 1 der Probewoche, alleine schon eine Probewoche einer Beziehung als erwachsene Menschen einzugehen. Wie gesagt, die sind ja jetzt auch nicht mehr 12, die sind, wie gesagt, ja, er ist Mitte 30 und sie geht, glaube ich, auch auf die 40 zu. Also, das ist ja auch wirklich sehr unangenehm, oder? Dann geht es hier weiter. Kommt man sich als erwachsener Mensch nicht erbärmlich vor, so ein geschauspielter Rotz zu fabrizieren, nur um Kohle und Reichweite zu generieren? Ja, kann man definitiv so sehen. Sorry, wer glaubt, dass die Beziehung echt war, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Alles reine PR, ekelhaft, seine Follower für Fame zu verarschen, anstatt dankbar zu sein über Menschen, die einen unterstützen. Sehe ich ganz genauso. Und ja, das ist dann halt so das Ding. Ja, dann schreibt ja aber auch jemand, du bist beziehungsunfähig. Wenn alle Frauen von dir wegrennen, muss ja da einen Grund haben. Arbeite erstmal an deiner Einstellung zu Frauen. Übrigens, wenn du nicht materiell eingestellt wärst, hättest du ihr die Jacke und die Schuhe von selbst zurückgegeben und nicht darauf warten, dass sie dir weggenommen werden. Ja, wenn man geschenkt ist, geschenkt, das nimmt man eigentlich dann nicht wieder zurück. Also so sehe ich das eigentlich. Aber nun gut, kann man natürlich auch komplett anders sehen. Ja, was sagt ihr zu der ganzen Nummer? Also viele Likes hat es jetzt ja auch nicht bekommen, sein Statement 1100 bei einer Reichweite von über 100.000 Followern ist jetzt nicht so dolle. Naja, ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wie ihr das jetzt hier so seht. Ich habe da meine klare Meinung und um 12 Uhr kommt dann Desiree Hansens Antwort auf den ganzen Bums. Bis dann und ciao, ciao.